Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. In meinem Ablaufplan stand eine Viertelstunde später, aber da war ich nicht ganz up to date. Meine Damen, meine Herren, ich will direkt auf den Kollegen Wolf eingehen. Denn mit Verlaub, auch wenn Sie dem Antrag jetzt zustimmen werden, ich glaube, da ist jetzt doch ein bisschen was durcheinander gegangen, was die Fluggesellschaften angeht, was das Codesharing angeht. Wir müssen uns mal alle vergegenwärtigen, was das heißt, dieser schöne englische Begriff. Auf gut Deutsch, eine Fluggesellschaft fliegt mit ihrem Flugzeug und dieser Flug wird von mehreren Fluggesellschaften unter verschiedenen Namen mit verschiedenen Flugnummern angeboten. Das ist das Einzige, worum es inhaltlich geht beim Thema Codesharing, meine Damen, meine Herren. Und das ist tatsächlich recht kompliziert geregelt als Recht. Sie müssen sich das leider mal anhören jetzt. Sie haben eben was anderes erzählt. Dass dieses Codesharing absolut Standard ist zwischen allen großen Airlines auf der Welt, bei den Fluggesellschaften, auch mit vielen internationalen Verträgen abgesichert ist, die großen Airline-Verbünde das alle standardmäßig tun. Und hier geht es ganz speziell darum, ob das, was zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten geregelt ist, nun eben auch den Standort Berlin negativ betreffen soll, ja oder nein. Ich sage Ihnen, das ist auch eine Lex anti-Berlin und das lassen wir uns nicht bieten und sagen ganz klar, das kann die Bundesregierung so nicht durchgehen lassen, meine Damen, meine Herren. Es kann nicht sein, dass mit der Weigerung des Bundesverkehrsministeriums die von Etihad beantragten Codesharing-Flüge zu genehmigen, hier wirklich der Fortbestand der Airline Air Berlin gefährdet wird. Und fragen Sie doch mal die Personalräte, fragen Sie die Betriebsräte. Es ist ein Unternehmen, das hier seinen Hauptsitz hat in Berlin. Rund 8.000 Mitarbeiter. Und es geht letztlich, das ist ausgerechnet worden, um einen Umsatz von 140 Millionen Euro für die Fluggesellschaft Air Berlin. Es wäre fahrlässig. Nicht nur fahrlässig, sondern vorsätzlich, wenn der Bundesverkehrsminister aus absolut egoistischen Gründen, weil er den Luftstandort München stärken will, hier Berlin preisgibt. Wir werden das jedenfalls nicht zulassen, meine Damen und Herren, und sagen doch ganz klar unseren Widerstand an und fordern das auch ein. Ich will auch eins klarstellen, weil Sie gefragt haben, was tut denn die Wirtschaftssenatorin, was tut der regierende Bürgermeister? Ich habe ihn eben noch mal gefragt, ich kann es Ihnen ganz genau sagen. Dieser regierende Bürgermeister, Michael Müller, hat nicht nur persönlich Herrn Dobrindt dazu angesprochen, hat Briefe geschrieben, hat mit mehreren Mitgliedern der Bundesregierung, auch weiteren, auch dem Wirtschaftsminister, anderen darüber gesprochen, hat mit mehreren Länderministerpräsidenten darüber schon gesprochen, wie wir das Problem lösen können. Diese Landesregierung ist dazu aktiv und wir wollen ihr mit diesem Antrag heute den Rücken stärken, damit ganz klar ist, nicht bloß die Landesregierung, sondern auch das Berliner Abgeordnetenhaus als Landesparlament fordert diese egoistische und wirklich engstirnige Haltung des Bundesverkehrsministers. Dass es heißt, wenn es darum geht, dass die Lufthansa etwas vorteilhaft haben kann und dass sie ihre Flüge international ausrichten kann, da gab es noch nie Probleme mit Codesharing-Flügen, mit deren Allianz. Komischerweise bei Etihad und bei Air Berlin wird ein ganz großes Tarar draus gemacht. Es geht jetzt aktuell um 31 Codeshare-Flüge. Sie müssen bitte zum Ende kommen. Und deswegen sagen wir, bitte folgen Sie diesem ganz klaren Aufruf hier des Abgeordnetenhauses. Wir bekennen uns zu dieser Gesellschaft und wir bekennen uns zu diesem Standort und den Arbeitsplätzen, die hier gesichert werden müssen mit den Codesharing-Flügen. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Kollege Wolf, wollen Sie replizieren? Bitte schön. Lieber Kollege Buchholz, wir sind uns doch einig darüber, dass es notwendig ist, eine Regelung zu finden, die das Unternehmen Air Berlin und die Arbeitsplätze sichert. Darüber sind wir uns einig, deshalb stimmen wir diesem Antrag auch zu. Ich habe nur auf eins hingewiesen, und da unterliegen Sie einem Irrtum. Die Codeshare-Flüge, da geht es nicht einfach darum, dass die alle unter dem gleichen Kennzeichen fliegen, sondern es geht um die Frage, ob durchgebucht werden kann für Umsteigebeziehungen, und das ist im Interesse der Arabischen Emirate und des Luftdrehkreuz in Abu Dhabi. Darum geht es bei dieser Angelegenheit, und da versucht Etihad und die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Interessen zu vertreten. Darauf habe ich hingewiesen. Und ich kenne das doch auch aus anderen Themen. Sie erinnern sich vielleicht, vor ein paar Jahren hatten wir die Diskussion mit Emirates. Kriegen die Direktflüge von Berlin? Da gab es auch ein Luftverkehrsabkommen. Und da ging es um die Frage, ist Emirates bereit, wenn Emirates bereit ist, Direktflüge von anderen Standorten, die sie genehmigt bekommen haben, abzugeben und dann von Berlin aus zu fliegen, hätte es die Genehmigung der Bundesregierung gegeben für diese Direktflüge. Und insofern findet gegenwärtig das gleiche Spiel statt, leider auf dem Rücken von Air Berlin.
Und darauf wollte ich hinweisen, dass die Interessenlage nicht so eindeutig ist, als man sagen kann, jetzt gebt einfach mal den Vereinigten Arabischen Emiraten und Emirates das, was sie wollen in den Verhandlungen, sondern die Interessenlage ist etwas komplizierter. Und deshalb glaube ich, wird das ganze Problem nur gelöst werden können, indem man ein neues Luftverkehrsabkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten schließt, in denen ein Interessenausgleich stattfindet. Aber es kann nicht sein, dass man einfach sagt, jetzt gebt Etihad und den Vereinigten Arabischen Emiraten mal das, was sie schon seit langem verlangen.